Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Beim letzten Mal haben wir den ersten tatsächlichen Konflikt größtenteils, wobei eigentlich haben wir es wirklich im Stealth gelöst, gegen die hier ansässigen einheimischen Jäger. Es ist mir noch nicht in Gänze klar, wie man diese Leute hier wirklich betiteln kann, aber wir haben es gelöst. Einmal mit unseren Fäusten und einmal auch mit dem fliegenden Stahl, die Bolzen hier unserer Armbrust. Apropos, wir haben beim letzten Mal eine Variante gefunden mit dem Nachtsichtvisier. Das haben wir jetzt immer noch. Aber dort unten, wo wir gerade hergekommen sind aus den Gewölben, nun mit einem Adapter, einem Aufsatz, welches uns ermöglicht, nicht nur einen Bolzen zu verschießen, sondern drei zu laden. Und das ist natürlich schon deutlich, deutlich geiler. So gesehen kann nun nicht nur mit einem Schuss vollstreckt werden, sondern tatsächlich kann man somit jetzt auch mehrere Gegner hintereinander in schneller Abfolge ins Visier nehmen oder sich gar einen Fehlschuss leisten. Wovon ich aber beim Letzteren vor allem eher abraten würde. Ist nichts weiter. Dann gehen wir mal weiter nach oben. Das hört sich an wie ein Funkgerät. Aljoscha, bitte komm. Das ist Anna. Wir versuchen weiterhin euch zu erreichen. Ach, komm, bitte. Bitte komm. Ende. Geht es euch beiden gut? Gott. Komm, Jungs. Bitte. Ende. Mach dir nicht so viele Sorgen, Anna. Sie sind seit ein paar Stunden außerhalb des Funkbereichs. Lasst uns ihre Strecke nehmen. Anna, Sie haben gesagt, dass Ihre Linie für die Motordraisine kaum geeignet ist. Sie wackelt zu sehr. Ihr großes Funkgerät könnte beeinträchtigt sein. Und die tragbaren Geräte sind nicht stark genug. Die Strecke könnte auch versperrt sein. Sieh mal, wie viele umgestürzte Bäume es gibt. Du solltest dich besser hinlegen. Es bringt nichts, hier herumzusitzen. Artyom, Aljoscha, meldet euch bei uns, sobald ihr könnt. Oder wartet einfach am Damm auf uns. Artyom, hast du das gehört? Bitte, sei da. Ich flehe dich an. Ende und aus. Ich habe es an der Folge schon gesagt und ich sage es hier gerne nochmal. Das wäre eine wirklich perfekte Gelegenheit gewesen, auch von seiner Seite aus einfach, ja, versuchen, sich zu erkennen zu geben. Aber es ist wieder eine sehr, sehr verpasste Chance, die einfach unrealistisch ist. Feierlicher Spur. Wir sind zu alt für dieses Lager, ebenso wie wir zu alt für Kinderspiele sind. Und jetzt werden wir den Wald verlassen. Wir schwören, dass wir noch besser und stärker werden und in dieser neuen Welt überleben werden. 147 Unterschriften. Hier kam einiges zusammen. Aber ja, die wissen ja noch gar nicht, was hier eigentlich vonstatten gegangen ist. Aber einige Stunden ist gut, das ist eigentlich schon mehr als ein halber Tag. Dann geht's ab ins nächste Gebiet. Boah, Alter. Vorsichtig, Junge, vorsichtig. Nein, 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 nein. Und
doch nochmal schnell Licht ausgemacht. Das war ein Bär. Ein wahrscheinlich tatsächlicher Bär. Tendenziell und potenziell würde ich aber sagen, das war immer noch ein besseres Bild als bei Last Light mit dem mutierten Bär in der Nähe des Parks des Roten Platzes. Oh. Wen hat man denn da hinten aufgegabelt? Interessant ist auch, dass das Seil nun komplett weg ist, also das Ding ist komplett gerissen. Ja, höchstwahrscheinlich tut man Gutes daran. Das Problem ist nur, jetzt komme ich da nicht mehr rüber, ne? Scheiße. Ach, verdammt. Es sei denn, wir finden einen Weg irgendwo nach da ganz hinten, aber das auch. Also das vor allem halte ich erstmal für ein Gerücht. Ich glaube kaum, dass wir den Fluss hier so einfach überqueren können. Nee. Ja, schade. What? Ich wurde gefressen. Ach du Scheiße, was ist denn in dem Gewässern los? Ja gut, das ist dann natürlich weniger von Vorteil, möchte ich mal sagen. Oh, Backe. Ja, verdammt, dann komme ich höchstwahrscheinlich an den Typen gar nicht mehr ran. Und höchstwahrscheinlich auch nicht mehr in diese Richtung. Also generell nicht mehr in diese Richtung. So scheint mir. Ja, das ist echt ungünstig. Wölfe und die Bären, das macht ja jetzt hier auch nicht unbedingt einen einladenden Eindruck. Ich würde ja echt lieber mit einem Nachtsichtgerät rumwandern, anstatt mit einer Taschenlampe. Umso weniger kann man von sich selber preisgeben, ne? Ihr wisst, was ich meine. Da sind wir wahrscheinlich nicht drauf aus, da zu klettern. Nee. Hier dann allem Anschein nach auch nicht mehr. Ja, scheiße. Das war dann wohl ein Satz mit X. Machen wir erstmal die Taschenlampe aus. Wir sind am Rand der Karte unterwegs. Noch weiter nach oben können wir nicht. Das ist auch ein ganz spärliches Licht, ey, was wir haben.
Also noch haben wir hier keine Spuren entdeckt im Sinne von größeren Fußspuren oder anderen angeknabberten Viechern. Aha. Was haben wir denn da Schönes? Eingezeichnet hat er erstmal nichts. Ja, ich bezweifle stark, dass die uns hier hinten trotzdem freundlich gesinnt sein werden. Ich kann es echt nicht deuten, ne? Jetzt ist die Frage, ist der Typ hier alleine? Aber falls ja, dann lasse ich die Waffe erstmal stecken. Ich tendiere mal dazu. Der scheint unbewaffnet zu sein. Du Streuner! Ich dachte, wir hätten euch bereits alle an die Wölfe verfüttert. Ach so. Ihr verschissenen Vergewaltiger und Mörder! Bitte? Aber es kommen immer mehr von euch. Tja, ich werde nicht um mein Leben betteln. Lehrmeister! Ich komme zur letzten Prüfung. Ich bin bereit. Ich war kein Feigling. Was ich habe meine Freunde verteidigt, solange ich konnte. Steckst du deine Waffe weg? Willst du mich foltern? Ich habe sie schon gesenkt, dein Junge. Schlimmstes, ich habe keine Angst. Meine Freunde werden mich rächen. Du wirst an deinen Därmen aufgehängt werden. Du hast auf jeden Fall echt arge Probleme. Ich weiß, was ihr alle seid. Monster! Ich werde keinem einzigen von euch glauben. Lehrmeister, ich bin bereit. Kann ich den Typen jetzt... Ich hab die Mädchen nicht bedrängt und... Ich hab Eindringlinge getötet, weil sie herkommen und auf unserem Territorium morden und vergewaltigen. Und jetzt bin ich bereit für die letzte Prüfung. Ich bedauere nichts. Er ist auf jeden Fall überzeugt von dem, was er sagt und getan hat, aber er ist unbewaffnet. Das alleine ist ja schon mal gut. Ja, ich wollte ihn ganz gerne... Also, prinzipiell... Er ist hier gut aufgestellt. Sag mal, ich habe da eben gerade Viereck gedrückt. Was soll das denn? Hm? Den Molly nehme ich gerne. Verdammt. Auch danke dafür. Alchemisten-Lock. Das mit dem Wachs hat nicht geklappt. Die Mischung brennt zwar recht gut, wird in der Flasche aber fest. Ich muss die Formel noch einmal ändern. Gut, dass es noch so viele Flaschen aus der Vorkriegszeit gibt, denn sie wären unmöglich zu ersetzen. Und was den Brennstoff betrifft, nun, diese Nuss werde ich bald auch noch knacken, da bin ich sicher. Vielleicht, wenn ich etwas Kiefernharz zugebe? Dadurch würde die Mischung klebrig werden. Nein, Harz macht sie dickflüssig, dann spritzt und brennt sie nicht so gut genug. Und wenn ich sie destilliere, so wie der Lehrmeister es erklärt hat, Terpentin sollte auch als Brennstoff funktionieren. Scheiße, das tut weh. So ein Pech, dass ich neben dem Behälter stand, als er riss. Mein ganzes Gesicht ist verbrüht, meine Augenbrauen sind nur noch eine Erinnerung. Au. Ich hab's. 2 Liter Destillat, das brennt erstaunlich gut. Jetzt ist es geschafft. Die perfekte Formel. 2 Teile Fett,
5 Teile Terpentin und ein Teil Wachs. Das spritzt, klebt sehr gut, brennt mit großer Hitze und man kann es nicht so leicht löschen. Wenn Roman mich jetzt nicht zum Ausbilder macht, dann weiß ich es nicht. Aber... So, Junge. Jetzt ist Ruhe im Schiff. Auch nochmal danke für den letzten Molly. Du wirst die nächsten ruhig wiederherstellen können, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, es ist immerhin ein Karabiner-Revolver, ne? Das ist schon mal besser als gar nichts und so haben wir immerhin eine Alternative. Da reingehen. Ich hätte es jetzt fast vergessen. Hier oben war doch nämlich auch noch was. Na komm, Artyom, hoch da. Aha, hier eine Seilrutsche. Da ist sogar ein kleines Flugzeug dran. Cool. Die werden wir aber erst einmal nicht benutzen. Aber sie wird vorgemerkt für den Fall, dass wir sie später auch mal ausprobieren werden. Und 21 Kugeln mit dem Revolver ist schon mal eine Alternative zu den Bolzen der Armbrust. Wenn wir von der anderen Seite zuerst hier gekommen wären, dann hätten wir hier nicht hochklettern können. So haben wir uns also hier auch schon mal eine Abkürzung geschaffen, so denke ich mir. Und hier wird er wahrscheinlich die ganzen Krustentiere gefangen haben. Fällt gerade auf. Normalerweise wechselt man ja ganz normal mit der Dreieckstaste die Waffen, aber ich muss Dreieck gedrückt halten, also ist die Armbrust der Ersatz quasi für die TH. Das ist gut zu wissen. Das Vieh wird erst einmal damit zu kämpfen haben, sich diese Gliedmaße wieder aneignen zu können, was höchstwahrscheinlich nicht passieren wird. Seilrutsche. Ach, das verbindet einfach nur den Außenposten da hinten. Ich verstehe. Ja, dann werden wir das Ding doch mal benutzen.
Aber er sprach auch von einem Lehrmeister. Wen auch immer man darunter verstehen soll. Dann klinken wir uns mal ein. Mit dem Flugzeug voraus. Geil. Ich würde das Flugzeug gerne mitnehmen. Hat ein bisschen was von den Ewoks, ne? Zurecht gemacht hier, also der Typ. Wenn das hier auch noch auf sein Konto geht, alle Achtung. Das alleine bringt jetzt auch nicht viel. Glücklicherweise hat uns keiner hier oben gehört. Und von hier oben könnte uns der Bär oder was auch immer da unten umherstreift. Ah, hier könnten wir übernachten. Sehr gut. Nicht angreifen in diesem Hochstand. Staubiges Tagebuch. Gut, dass wir das Lager verlassen haben. Das ist ein Leben. Gestern habe ich ein Reh geschossen, während die anderen Kaninchen jagten. Und der Lehrmeister hat mich bei der abendlichen Versammlung gelobt. Morgen werden wir die Räucherkammer fertigstellen, also müssen wir diesen Winter definitiv nicht hungern. Und nächsten Sommer werden wir nachsehen, wie es um die Stadt steht. Löblich. Seht es genauso wie ich, ne? Mal gut, dass wir jetzt schon mal auf dieser Seite nicht mehr unterwegs sind. Ja, die haben sich gerade das Frühstück gejagt. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich habe auch keinerlei Interesse daran, die Bolzen jetzt daran zu verschwenden, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Werkbank wäre mir hier aber auch echt lieber gewesen. Zur Sonne. Okay. Ich habe kein Interesse, jetzt auf die Wauzis zu stoßen. Okay, okay. Cooles Event, muss ich sagen. Das sah cool aus.
Ein wenig wieder zurück zum Häuschen werde ich trotzdem mal gehen, weil da waren wir ja noch nicht. Ich habe da noch keinen Blick reingeworfen. In der Hoffnung, dass wir hier nicht irgendwo angefallen werden. Von dem Wildlife. Achso, ne, die Lampe brauchen wir nicht. Zehn Chemikalien gleich auf einen Schlag. Das hat sich gelohnt. Ja, ich meine, das war eine gute Ausbeute. Dafür, dass es hier nur dieses kleine Häuschen gewesen ist. Eine Bushaltestelle ist hier auch noch gewesen. Okay. Ja, hätte ich gesagt, versuchen wir der Straße zu folgen, ohne dabei angefallen zu werden. Das mit dem Hochstand ist echt eine geile Idee. Alter, diese Szenerie, ne? Sieht einfach so geil aus. An solcherlei Kulissen, ich kann mich einfach nicht dran satt sehen. Was haben wir denn hier Schönes? Auch wenn es nur ein Bolzen gewesen ist, aber den nehmen wir trotzdem mit. Tja. Gut, dann sagt der Timer auch schon wieder, die Erkundung soll ein Ende haben für diese Aufnahme. So sei es dann. Dann stelle ich mich wenigstens dafür nochmal hier oben auf diesen kleinen Ausguck. Jetzt kriege ich es wahrscheinlich nicht hin, ne? Auf Anhieb, oder? Ah doch, jetzt geht's. Oder auch nicht. Na gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Metro Exodus.